So Leute, es ist ja alles volle Kreativ 2.0, ist ja ganz klar. Ich werde euch auch später im Video zeigen, was für neue Maps es gibt. Aber erstmal kommen wir zum normalen Fortnite, denn wir haben auch neue Informationen da. Wir fangen erstmal an, denn gestern gab es einen neuen Itemshop mit sehr, sehr seltenen Sachen, Leute. Und die sind sehr selten. Wir haben hier einmal das Kabuto Plus Jawblade Set, was vor 691 Tagen im Itemshop war. Und das Storm Familie Set auch nach 691 Tagen. Das sind die verschiedenen Skins hier. Jeweils haben wir hier einmal noch eine Spitzhacke für jeden Skin und einen Gleiter dazu. Also, fast ganze 2 Jahre sind diese Skins hier alt. Könnt ihr euch gerne mit dem Critical Level natürlich kaufen, wenn ihr Bock habt. Dann wurde das nächste Crew-Paket geleakt endlich. Wir haben jetzt heute den 27. Das heißt, am 1., also am Samstag, bekommen wir das neue Crew-Paket. Wenn ihr natürlich das Crew-Paket abonniert habt, ihr bekommt ja immer den Battle Pass jede Season kostenlos und ein Skin, den nur die Crew-Mitglieder bekommen. Und wir haben den Leak endlich. Und zwar ist das der Triarch Nox-Skin. Das ist nämlich dieser Skin, der als NPC auf der Map ist und wo wir uns schon die ganze Zeit dachten, Digga, was ist das für ein komischer Skin? Und den gibt es jetzt nicht im Itemshop, sondern nur als Crew-Paket-Skin, was ich eigentlich ganz cool finde. Ich denke auch, dass die meisten das Crew-Paket abonniert haben. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, Leute. Vielleicht kommen die Skins auch irgendwann mal in den Itemshop rein, was ich jetzt aber nicht denke. Auf jeden Fall, das ist der Triarch Nox-Skin. Der ist auch in der Umfrage drin. Und wir haben ja auch schon den ersten Teaser bekommen von Fortnite. So sieht das Ganze hier auch mit dem Grauen im Hintergrund. Und sehr interessanter Skin. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den als Crew-Paket-Skin kriegen. So, was können wir mit dem neuen Update morgen erwarten? Wir kriegen ja morgen ein neues Update, 24.1. Und da geht es auch schon richtig, richtig ab. Also, wir können sehr viele Sachen erwarten. Fangen wir erstmal an. Wir bekommen höchstwahrscheinlich die neuen Superstile zu dem Battle Pass. Hier seht ihr zum Beispiel jetzt eine Seite, die noch nicht freigeschalten ist. Denn es sind noch überall Fragezeichen. Das werden die neuen Superstile vom Battle Pass sein. Die werden wir höchstwahrscheinlich freigeschaltet kriegen. Anschließend bekommen wir neue Perks. Natürlich nicht alle, die ihr hier gerade seht. Ich denke, dass wir höchstwahrscheinlich vielleicht hier das Schwimmperk bekommen, dass wir im Wasser schneller schwimmen können. Oder hier einmal das mit dem Osterei könnte ich mir gut vorstellen. Das sind sehr interessante Realitätserweiterungen. Die werden wir bekommen höchstwahrscheinlich. Dann das neue Crew-Paket. Nicht ab morgen, sondern ab dem 1. Ich denke, das Crew-Paket wird dann vorgestellt, ab morgen offiziell. Dann kriegen wir vielleicht eine neue Pistole. Und zwar sieht die so aus. Die Pistole haben wir auch schon auf einem Ladebildschirm gesehen. Das ist eine ganz komische Pistole. Können wir vielleicht kriegen. Wir kriegen neue kosmetische Gegenstände. Und was ganz wichtig ist, Mega City wird erweitert. Ihr habt es ja auch gesehen im Trailer. Mega City wird immer größer und wir bekommen die neue Mega City Stadt bzw. eine Erweiterung dazu. Und das sind jetzt bis jetzt die Leaks, die wir dazu haben. Was wir auch noch kriegen könnten, ist tatsächlich die Reboot Rally, Leute. Die Reboot Rally startet auch jetzt bald in Fortnite und man kriegt da nämlich verschiedene Rewards. Also höchstwahrscheinlich kommt die Reboot Rally jetzt mit dem nächsten Update, also morgen, wer nicht weiß, was die Reboot Rally ist, Leute. Ihr müsst einfach einen Freund einladen, der seit einem Monat weniger als 2 Stunden Fortnite gespielt hat. Und wenn ihr den einladet und er mit euch spielt, dann bekommt ihr kostenlose Rewards. Also das können wir für morgen auf jeden Fall jetzt erstmal erwarten, was wir im Update kriegen. Was noch wichtig zu erwähnen ist, die wöchentlichen Aufgaben kommen jetzt um 15 Uhr anstatt um 14 Uhr, weil die Zeit wurde ja nach vorne gestellt. Nur damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Viele haben das vielleicht nicht mitbekommen, aber die Zeit wurde jetzt am Wochenende umgestellt. Und der Shop kommt jetzt um 2 Uhr anstatt um 1 Uhr nachts bei uns in Deutschland raus. Dann haben wir hier ein Bild von Fortnite Frankreich zu Gesicht bekommen. Und zwar ist hier ein Fisch zu sehen mit einer 4. Okay, das kann jetzt rein gar nichts heißen, aber es könnte vielleicht ein Teaser zu irgendwas sein. Ich meine, wir haben jetzt bald den 1. April, vielleicht ist das irgendwie so ein April-Scherz oder so. Aber ganz komisch, dass der Fischskin oder dieser Fische hier eine 4 auf der auf sich drauf hat. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich denke, das ist schon irgendein Teaser zu irgendwas. Und ja, sehr geheimnisvoll, was hier abgeht. Das hat aber bis jetzt nur Fortnite Frankreich gepostet.
Kein anderes Fortnite hat das gemacht. Also, was denkt ihr? Ist das irgendein Teaser? Ist das irgendein Leak? Was wird am 4. April vielleicht stattfinden? Oder kriegen wir 4 Skins? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Höchstwahrscheinlich soll tatsächlich Ehrenjäger nochmal eine zweite Seite bekommen im Battle Pass. Das geht hervor, da wir einen Loading Screen in den Dateien haben von Ehrenjäger. Und da können wir uns auf eine zweite Seite höchstwahrscheinlich bei ihm freuen. Gucken wir uns mal kurz hier dieses Bild an. Und zwar die letzte Realität. Wir haben hier sehr, sehr viele Indizien, dass das alles die letzte Realität sein könnte. Wir haben zum Beispiel hier einmal The Origin, der ja damals tatsächlich dann gut geworden ist, also zu den 7 gewechselt ist. Er war ja böse und dann gut. Wir haben ja auf jeden Fall ein paar Indizien. Dieses Diamantstückchen verrät relativ viel, weil wir sehen das Ganze auch bei seiner bösen Version auf jeden Fall beim Origin Skin. Dann schauen wir uns mal unten links die Würfelkönigin an. Sie hat hier so ein komisches Diamantdings auf dem Kopf drauf. Der Triarch Nox hat auch so ein komisches Ding auf dem Kopf, genau mit dem gleichen Shape. Und dieser eine Skin, der noch in der Umfrage dabei ist, hat auch so komische viereckige Diamanten drauf. Sehr, sehr interessant. Also die haben alle irgendwie eine Verbindung, Leute. Es ist sehr interessant, denn das ist wahrscheinlich wirklich alles ein Teil der letzten Realität, auch jetzt dieser neue Q-Paket-Skin, der rauskommen wird. Bin mal gespannt, was wir jetzt bald auch zu der neuen Fortnite-Geschichte erfahren werden. Die wird ja bald auch wieder weiter fortgeführt, wenn wir da die nächsten Aufträge kriegen. Was auch ganz geil ist, Epic Games hat begonnen, an einer Lumi-Gelatin-Version von Thorin und vom Schwarzen Ritter zu arbeiten, welche dem neuesten Lumi-Jenny-Skin ähneln. Also das ganz links ist der neueste Jelly-Skin und ungefähr so sollen die anderen zwei aussehen. Schwarze Ritter in so einem Jelly-Style. Fände ich eigentlich ganz cool. Und dann hier einmal Thorin auch in so einem Jelly-Style. Finde ich sehr interessant. Mal gucken, wie der Schwarze Ritter dann aussehen wird. So, jetzt habe ich noch für euch ein paar neue Maps, Leute, die ihr vielleicht spielen könnt in Kreativ 2.0. Natürlich haben wir hier einmal die Backrooms. Hier dazu seht ihr den Code. Ist eine sehr, sehr coole Map. Dann haben wir hier eine Map, mit der man ein riesen Käsesnack in einem Zimmer von A nach B verfrachten kann. Und ihr müsst aufpassen, weil euch kann auch dieser riesen Käsesnack weggenommen werden. Hier dazu ist der Code. Sieht sehr interessant aus. Dann gibt es noch eine ganz coole Map, Leute, mit dem ihr mit dem Motocross hier ein bisschen Stunts machen könnt hier. Das ist der Map-Code dazu. Auch sehr, sehr wild. Und für alle Attack on Titan-Fans, wir haben hier auch einen Code für euch für Kreativ 2.0. wo ihr in der Stadt gegen andere Spieler kämpft und außenrum hinter der Mauer befindet sich so ein Riesentitan. Sieht auch cool aus. Alter. Was für frische neue Skins. Aber du weißt, eigentlich habe ich einen Praxistermin beim Arzt. Ich muss mal wieder meine Prostata untersuchen. Aber hey, scheiß auf den Arzttermin. Ich gönne mir jetzt einfach neue Skins. Und zwar wisst ihr mit was? Create Code 7. Löse ihn jetzt ein. Dann bist du kein Schwein. Mach jetzt Kartoffelbrei. Löse ihn jetzt ein, sonst bist du kein Psst. Deine Mutter kommt rein, erwischt dich beim Psst. Oh. Alter, Mann, ich muss kacken gehen, ja.